Ja, jetzt geht's weiter auf der Map Yasuo. Das so ein bisschen. Ein bisschen. Saatgut ausbringen. Auf Feld 10, was wir vorhin in der letzten Folge fertig gegrubbert haben, oder beziehungsweise gepflügt haben. Mal ein bisschen in Position stellen, der Gerät. Absenken. Reichen. Automatikbreite, das brauchen wir nicht. Feld 10, was hatte ich denn jetzt? 15 Meter, ne? Ba, 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 ba. Nein. Auf geht's. Katzing! So wird dann Schuh draus. Tralalala. Schade, wenn ich jetzt den unteren Spiegel hätte etwas runterdrehen können, dann hätte ich das wunderbar im Blick gehabt, aber. Das geht leider nicht. Spiegel sind hier leider nicht verstellbar. Meg, meg und immer wieder tüt, tüt. Weil tüt, tüt mir so gut tüt. Ja. Absenken, einschalten, auf geht's. Oh la la. Naja, machen wir das halt so. Mal nicht so genau hingucken, bitte. Ja, das schöne Wetter ist ja eigentlich vorbei heute.
Ach ne, wir haben ja heute Freitag. Heute ist Freitag. Also Aufnahmetag. Es ist etwas feucht draußen. Bewölkt und feucht. Die letzten 3 Tage vorher waren wesentlich schöner, muss ich sagen. Aber wir wollen uns mal nicht beschweren, ne? Solange wie es nicht schneit. Das wär's doch jetzt noch, oder? Ist immer so eine Ladung Schnee. Aber da können so, kann ich gut drauf verzichten. Aber es wird kälter, da merkt man. Zumindest merke ich das. Werde wohl zum Abend hin wieder das Öfchen anschmeißen. Sprich gleich so in Kürze die Aufnahme hier beendet habe wahrscheinlich. Weil wenn dann ja auch meine Göttergattin aufsteht, die friert ja auch immer so viel. Oh. Alles so Dinge, immer etwas berüchtigen muss. Berüchtigen. Berühmt berüchtigt muss man das, ja. Unbedingt. Ja, also ihr merkt, ne, ganz fit bin ich auch nicht. Matsche im Kopf, Dachschaden. Oh, hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Maria, oder so ähnlich. So, dann machen wir hier noch Vorgewende, gleich andere Seite noch mal Vorgewende. Und dann denke ich, dann müsste das eigentlich. Das ist schon wieder so. Ja, ich lasse dich vorbei, ja. Bin ja ein Lieber, ab und zu. Stirn hat er nicht mitgenommen, habt ihr das gesehen? Hä? Letzter Zeit fällt mir sowas öfter auf. Komisch. Wie kommt ein Dötte an Dötte?
Das stand so nicht im Arbeitsvertrag, dass wir da einfach was auslassen darf. Ich verstehe es nicht. Hat doch da wieder was ausgelassen, oder? Ja klar. Warum? Warum, ey? Auch diesen ganzen Streik, guckt euch das mal an, das ist doch nicht mehr normal. Also das grenzt für mich an Sabotage. So, muss ja hier mal gesagt werden. Und da zu viele von, zu viele zu. Wenn man davon zu viele Stellen auf einem großen Feld hat, dann kann das auch ganz schöner Ernteverlust sein, so. Das ist sowas von ätzend, wenn du was sagen willst und du kriegst die Wörter nicht raus. Dann machst du ja gar kein Bild von. Manch einer wird darüber lachen, er wird sich denken, was ist das für ein Vollpfosten, aber ich kann da nicht antun. Das ist halt so. Dann hast du das Wort auf der Zunge und kriegst es nicht raus. Oder man verwuchselt einfach Buchstaben, gell? Was ich sag, Matsche im Kopf. Guck, da ist auch wieder so eine Stelle, die er nicht gemacht hat. Tja. Da Magnetfelder unter der Erde sind oder so. Hier da auch. Dann noch mal. Ja, noch einer. Da hinten noch einer, da bin ich auch noch mal quer drüber gefahren. Alles sehr unverständlich. Aber egal, das werde ich ihm Jan alles in Rechnung stellen, weil ne, hat er halt die Bodenbearbeitung nicht vernünftig gemacht. Ne? Einer muss ja daran Schuld haben, das ist ein bisschen mal so. Tja, im Zweifelsfall dann der Mepper, ne? Nützt ja nichts. Was haben wir denn? 16:43 Uhr? 16:43 Uhr. Mal übergelegen, was ich gleich noch so anstelle. Ich muss ja gleich noch Abendessen machen. Ja, mal schauen.
Das ist, wenn man so spät aufsteht, so wie ich heute wieder zum Beispiel, ne? 9 Uhr. Die rennt ja die Zeit weg, das ist ja nicht mehr normal. Ne? Auch wenn ich jetzt so wie heute einkaufen fahre, ja, meine, ich fahre dann da mit meinem Radl hin, saus durch den Laden, hole das, was ich brauche und dann wieder raus, ab nach Hause. Aber irgendwie weiß ich nicht. Es geht immer wahnsinnig viel Zeit verloren. Übrigens habt ihr das mitbekommen, gehört, dass hier so diese Plattformen wie YouTube, Twitch und so weiter die Leistung runtergefahren haben, damit ja eben die Behörden, Ämter, Krankenhäuser, Ärzte und so weiter ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung haben, weil das sonst alles zu überlastet wird. So habe ich es heute Morgen im Radio gehört, man, wie gesagt. Nehmen wir heute am Freitag auf. Ups, haben wir den 21. Ne? Ja, mal Quatsch, 20. 20. Da kann man mal sehen, auf was sich so eine Scheißseuche, ist es ja, wenn man es so sieht, alles auswirkt. Ne? Bin mal gespannt, wie lange sich das ganze Debakel noch hinzieht. Also wir fangen ja im Prinzip erstmal gerade an hier. Ne? Das ist mit Sicherheit auch noch nicht der Gipfel dieser Viruskurve, garantiert nicht. Um die Ecke pillern. Ah, jetzt ja. Wir gehen wieder rein, ne? So. Bei dem wird das vielleicht angenehmer.
Lohnzahlung? Wofür? Hallo? 553 Euro Lohnzahlung? Wucher, es arbeitet doch gar keiner für mich. Also ehrlich, ich mach das doch selber hier. Das ist ja wohl nicht wahr. Man glaubt es ja nicht. Die holen einem die Kohle aus der Tasche, obwohl gar keine drin ist. Das ist ja so unglaublich. Ja. Tüt, tüt. Das heißt umdrehen. Nee. Umdrehen. Dann müsste jetzt ja mehr Tüt sein, ne? Kehr um. Kehr um heißt das. Scheint er jetzt da weggemacht zu haben. Diese Stelle, die er da vorhin hat stehen lassen, liegen lassen, wie auch immer. Ja, guck es, dann wir mal. Eine Folge Saat in die Erde stecken. Muss auch mal sein, ne? Das muss auch mal sein, sprach Onkel Wallenstein.
Jo, eine Bahn noch, was? Da müssten wir es haben. Glaube ich, denke ich. Miep, miep, genau. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, schön anzusehen. Aber da, ne, sind wieder so ein paar Stellen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kannst dann alle mal versuchen drüber zu fahren, aber gucken wir, ob er gleich hier hinten den Rest nimmt. Es ist schon etwas komisch, aber egal. Egal, egal, egal. Ah, das. Aha. Scheint in der Fahrtrichtung zu liegen, ne? Ja. Ich sag da mal nichts zu, nicht? Firma Giants. Ich sag da mal nichts zu. Tatsächlich. Hauah! Oh, da kommt bei der Raserei raus, wenn man so durch die Gegend eiert. Das ist nichts gut. Das ist nichts Gute. Und ich stelle mal eben auf den Hof ab und dann will ich euch noch eben schnell was zeigen. Mal um die Ecke. Noch mal um die Ecke. Tere, 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 tere. Wollen mal eben gucken. Wir wollen mal eben schauen. Der dicke Onkel hat was Neues. Aber wie gesagt, ich muss hier unbedingt da mal aufräumen. Guck es. Ist ja nicht schick. Hä? Ein D25.
Einziges, was mir an dem Mod nicht gefällt, die passt da nicht zu. Aber nun gut. Na, und die Kettensäge geht mir auch tierisch auf den Nerven, wie immer. Ja, und da fehlt auch noch irgendwie der Stundenanzeiger und so, das ist, ne? Aber so von so finde ich ihn schon gar nicht schlecht. Das wollte ich euch nur noch mal zeigen. Ach so, genau. Und für meinen Freund Balu, mein lieber Freund, hier eben einmal gucken. Das ist ja hier der Schlepper, ne, wo das Mähwerk dran gehört. Ja, ich habe alles gemacht, wie gesagt. Ich habe es auch entpackt. Aber wenn man dann hier guckt, du siehst ja diese Kreuze. Ich denke, damit kann man das dann anbauen. Ich habe auch diesen IC-Mod drin, aber nichts funktioniert. Es geht ja nicht. So, wenn ich hier das Fenster aufmache, auch da zeigt er mir nichts an, was ich machen könnte, sollte. Es geht leider nicht. Auch nicht, wenn ich aussteige und mich daneben stelle, funktioniert es auch nicht. Also irgendwas ist hier... Ne? Nur mal so. Also nochmal vielen Dank, dass du mir den Link geschickt hast, aber das ist nur nochmal der Traktor. Wie gesagt, du kannst ihn dann entpacken oder man soll ihn ja entpacken, den Mod. Steht ja extra dabei, aber ich kann Tastenkombinationen drücken, wie ich möchte. Er tut sich nichts. Leider. Aussteigen, das kann ich. Und vor der Wand rennen. Ja gut, nur mal das dazu. Und somit möchte ich sagen, schönen Dank fürs Zusehen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, achtet auf euch und ich sage Tschüss.